Starten. Herzlich willkommen, liebe 0711 Family, zu dem entscheidendsten Team Call des Jahres 2022. Wir befinden uns zwar erst im Februar, aber dieser Call wird zu 100% entscheiden, wo die Karriere von jedem Einzelnen hier dieses Jahr hin verlaufen wird. Ich sage euch, wie es ist: dieser Call, die Vorbereitung zu das, was gleich kommen wird, das hat schlaflose Nächte gebracht, ohne Ende. Aber es war es zu 100% wert. Und ich zitter mit den Beinen, mit dem ganzen Körper. Ich kann es kaum abwarten, dass jeder Einzelne von euch mitkriegt, um was es heute gehen soll. Bevor wir jetzt jedoch mit dem richtigen Grund des Calls anfangen, haben wir einen absoluten Special Guest, Leute. Wir haben einen absoluten Special Guest, weil wir dachten uns, hey, zu dem, was heute kommt, zu der Vision, die heute gelauncht wird, können wir nur einen Speaker ergänzen, der das perfekt rüberbringen kann, warum eine Vision so wichtig ist. Und ich spreche von keinem Geringeren als Brand New Chairman 50, Ilya Zubix. Ich werde gleich einige Worte zu Ilya verlieren. Cedric wird eventuell noch schnell ergänzen. Cedric, ich entstumm dich mal schon mal. Und Leute, jetzt ist Feierabend. Ich denke, für jeden Einzelnen hier auf dem Call sollte Ilya ein Begriff sein. Er ist eine Inspiration für Tausende von Menschen. Er ist der Founder von Team Empire, von mit der größten Struktur neben Retired Young, die es im deutschsprachigen Raum gibt. Das bedeutet, ich glaube, man muss nicht allzu viel darüber sprechen, welche Fähigkeiten er besitzt, denn das ist sowieso offensichtlich, sondern man sollte vielmehr darüber sprechen, wie viel er in seinen jungen 21 Jahren bereits auf dieser Welt hinterlassen hat. Das ist geisteskrank. Dieser Junge ist 21. Manche beziehen mit 21 Hartz IV. Wisst ihr, was ich meine? Das ist wirklich gestört. Sadi, ich würde einfach mal kurz an dich abgeben. Du kennst ihn deutlich, deutlich besser als ich. Verliere gerne noch ein paar Worte, bevor wir ihn dann on stage holen. Let's go. Leute, ich muss erstmal sagen, ich bin extrem dankbar, vor allen Dingen für jeden Einzelnen von euch. Ich bin extrem dankbar für das, was wir heute auf die Beine stellen werden. Und Leute, ich will einfach mal ein paar Worte zu Ilya verlieren. Wer ist Ilya wirklich? Wie habe ich Ilya kennengelernt? Und vor allen Dingen, was bedeutet Ilya für mich? Und Leute, ich kann euch eine Sache sagen. Ilya habe ich damals kennengelernt in Dubai. So, da habe ich ihn das allererste Mal gesehen. Ich habe davor seinen P2-Shoutout gesehen. Aber in Dubai habe ich den Jungen das damals richtig gesehen. Wir müssen euch alle vorstellen, wir haben uns damals alle in Dubai gesehen. Da lief es bei keinem wirklich von uns im Business. Niemand von uns hatte wirklich Resultate, die wir gerne haben wollten. Deshalb haben wir uns auch in Dubai getroffen, um halt genau auch über diese Dinge zu sprechen, um halt genau darüber zu masterminden. Und ich habe damals Ilya kennengelernt, wir sind in so einem Bentley gefahren damals, das war echt eine kranke Erfahrung. So. Und ihr müsst euch vorstellen, der Junge hat sich in dieser Zeit menschlich gar kein bisschen verändert. Aber ihr müsst eine Sache wissen, das, was er mittlerweile verdient, das, was er mittlerweile geschaffen hat, das hat sich um ihn verändert, weil dieser Junge hat einen Wert, hat wirklich diesen Wert Humbleness anders verstanden, Leute. Und ich weiß wirklich nicht, was ich dazu sagen soll, weil ich bin extrem sprachlos dazu, wenn ich wirklich sehe, was er wirklich für eine Entwicklung macht. Weil Leute, er ist die Person, der immer gesacrificed hat. Er war die Person, wenn nur 0 Uhr die Lichter ausgehen, da macht er um 2 Uhr nachts seinen Laptop irgendwann mal zu, weil er ist dann immer noch der Letzte, der im Raum ist. Versteht ihr, wie ich meine? Er ist die Person, der wahrscheinlich mehr Geburtstage, mehr Familienfeste, mehr Weihnachten und alles drum und dran geopfert hat, nur um seinem Team was zurückzugeben, nur um seine Leute besser dastehen zu lassen, als er selber ist gerade. Und es ist wirklich eine Sache, wo ich sagen muss, es ist eine Person, wo ich einen extremen Respekt einfach davor habe. Weil ihr müsst verstehen, Ilya ist für mich auch eine extreme Inspiration, weil er gibt wirklich diesen Weg vor und vor allen Dingen, er macht es mit den richtigen Werten. Er zeigt die richtigen Werte und er hat auch immer diese Vision gehabt, wo es wirklich für ihn hingehen sollte. Und er hat immer diese Aktionen, die Aktionen, die er gesagt hat, auch immer umgesetzt. Und das ist der Grund, warum er heute hier ist, Leute. Und wir müssen verstehen, wir haben einen brand new Chairman 50 auf dem Call. Leute, Chairman 50, checkt ihr das? So, das müsst ihr euch einfach mal auf den Kopf zergehen lassen. Es gibt Leute, die sind P2, P1, P5, Chairman vielleicht gerade mal. Und diese Leute, die sind sich vielleicht zu schade, auf so einen Call wie jetzt hier drauf zu sein. Wisst ihr, ich meine, das sind Leute, die können sagen, hey, ja, ich habe doch noch ein Team, ich kann da gerade aktuell nicht drauf. Wisst ihr, ich meine, solche Führungskräfte gibt es auch. Aber Ilya nimmt sich die Zeit dafür. Ilya weiß es, wie gesagt, zu schätzen. Und ich denke, wir alle sollten wirklich appreciaten, was wir wirklich mit Ilya für einen Speaker hier haben, was wir mit Ilya für eine Persönlichkeit bei IAM haben, weil Ilya hat, denke ich mal, nicht nur sein Team impacted. Jeder von euch hat wahrscheinlich schon mal von Ilya einen Impact mitgenommen, egal ob es auf einem Water Combo Call gewesen ist, egal ob es auf dem Alpha Event gewesen ist, egal ob ihr vielleicht mal von ihm eine Story gesehen habt, weil das ist ein Mehrwert. Der Junge ist ein Mehrwert pur. Er handelt nach dem Grundsatz, was kann ich anderen Leuten zurückgeben? Ich habe Ilya
noch nie handeln gesehen, dass er geschaut hat, hey, was kann ich davon bekommen, sondern immer, was kann ich dafür geben? Und das ist der Grund, warum dieser Junge extrem viel zurückbekommt in seinem Business. Und das können wir, wie gesagt, sehen. Wir können selber die Resultate an ihm selber sehen. Und ich denke, ich glaube, ich kann noch mal kurz zu David zurückgeben, aber meiner Seite aus, Ilya, much love to you, Bro. Ich weiß es wirklich extrem zu schätzen, weil es ist keine Selbstverständlichkeit, dass du heute hier auf dem Call bist. Und Leute, ich würde wirklich sagen, lasst uns gerne die Camps anmachen, einfach aus Respekt Ilya gegenüber, weil wir einen Sprecher haben. Stellt euch vor, ihr würdet auch speaken, so. Das ist im Grunde genommen eine der wichtigsten Dinge, einfach auch ihm den Respekt zu geben, weil das ist das Mindeste, was wir wirklich tun können. Wisst ihr, ich meine, das ist eine kleine Geste, die vielleicht jetzt nicht viel Aufwand benötigt, aber sie hinterlässt ein deutliches Bild in dem Fall. Und mit den Worten würde ich sagen, ich gebe nochmal kurz zurück an David und yes. Bro, ich habe ehrlich gesagt nichts mehr zu ergänzen. Ich denke, Ilya, seine Worte werden gleich edifying genug sein. Und mit den Worten, ich würde an dich abgehen, Bruder. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Let's go. Zettel und Stift ist auf jeden Fall bereit. Das sollte jeder Einzelne tun. Ilya, stage is yours. Let's go. Yes, let's go, let's go, let's go. Perfekt, krass. Erstmal danke vielmals für die Worte. Jungs, ich bin extrem, extrem dankbar, extrem, extrem blessed, hier am Start zu sein. Und ich hoffe erstmal, euch geht's gut soweit. Vor allem jetzt in dieser Zeit, wo sehr, sehr viel abgeht, extrem viel passiert, extrem großer Wandel ist. Vor allem, dass auch was mit IAM kommt, was IAM uns bietet, sollten wir definitiv alle ready sein, im Momentum anzunehmen. Na, first of all, aber entschuldigt mich wegen meiner Energy. Ich war jetzt die letzten Tage ein bisschen krank, lag im Bett. Aber langsam geht es auf jeden Fall wieder. Aber jetzt freut mich, ich sehe auf diesem Call zu sein. Es ist mir, wie gesagt, eine Ehre, das Ganze mit euch hier leiten zu können heute auf diesem Call, wo mehrere Speaker vor allem am Start sind. Und Leute, es ist verrückt, okay? Es ist verrückt, weil ich erinnere mich an die Zeit zurück, wo ich damals gestartet bin vor knapp 3 Jahren. Ja, vor knapp oder mehr als 3 Jahre mittlerweile, am 1.11.2018. Und Leute, ich weiß noch ganz genau, Leute, als wir gestartet sind, waren wir vielleicht 60.000 Customer, wir waren vielleicht 70 Chairmans oder sowas. Das heißt, Leute, wir waren nicht irgendwo extrem an einem krassen Punkt, wo man extrem groß denken könnte. Okay, damals wurde gesagt, hey, wir wollen 1.000 Chairmans, wir wollen 1 Million Customer, wir wollen eine 1-Billion-Dollar Company. Okay, wir wollen diese Dinge erreichen. Das war das Goal. Und das war etwas, das wir fokussiert hatten. Aber ihr müsst euch vorstellen, damals war das so groß. Damals war das so krass unerreichbar, aber die Vision war dennoch da. Okay, weil bei einer Vision geht es nicht darum, dass du dir Dinge vorstellst, die gerade erreichbar sind, dass du dir Dinge vorstellst, die gerade realistisch sind. Bei einer Vision geht es darum, dir Dinge vorzustellen, die vielleicht für das menschliche Auge, für dein jetziges Ich vielleicht nicht erreichbar sind, die für das, was du jetzt hast, vom Wissen her vielleicht nicht machbar ist vor allem. Weil damit beginnt Vision. Egal, welchen Visionär du auf dieser Welt nimmst, jeder Visionär hat mit dieser Vision begonnen und das mit Dingen, wo er ausgelacht wurde, oder? Das heißt, meistens wurden wir ausgelacht, wenn es um Vision geht, wenn es darum geht, größer zu denken, Dinge zu erreichen im Leben. Als du das Business gestartet bist, deine Freunde, Kollegen haben wahrscheinlich gesagt, hey, das klappt nicht, das wird nicht funktionieren, mach das Ganze nicht. Und im Endeffekt bist du jetzt an dem Punkt vielleicht, wenn du schon länger dabei bist und du checkst langsam, wie das Ganze funktioniert. Weil ich sage dir eins, wenn du das ganze Business einer Person in die Hand gibst und einer Person geben willst, diese Möglichkeit vor allem abgeben willst und die Person belächelt das Ganze, die Person nimmt das Ganze vielleicht nicht ernst. Warte 6 Monate. Warte mal 12 Monate. Weil die Person wird irgendwann wiederkommen und sagen, hey, erst 6 Monate am Start. Irgendeinen Grund muss es ja haben. Erst 12 Monate am Start. Irgendeinen Grund muss es ja haben. Erst 2 Jahre am Start. Irgendeinen Grund muss es ja haben. Das Ganze muss ja funktionieren. Das ist irgendwann, wenn Leute kommen und die Vision verstehen, die du vielleicht verstanden hast, aber first of all musst du es verstehen. First of all muss diese Vision in dir funktionieren. Okay? Als allererstes musst du anfangen, als eine Unity in eine Richtung zu laufen. Denn dieses Team ist dafür da, weil wir sind jetzt 60 Leute auf diesem Call. Und jeder von euch sollte diese Vision nehmen. Jeder von euch sollte sich selbst anpacken und sagen, hey, I go back to work. Okay, I put my head down and work for the next 2 and 3 years. Okay, für die nächsten 2, 3 Jahre bist du bereit, dich hinzusetzen, dich hinzuhocken, egal was deine Vision ist, egal was dein Ziel ist. Okay, egal was dein Goal ist mit diesem Business hier. Aber du setzt dich hin, okay, und du gibst das, was du geben kannst. Okay, du tust das, was es erfordert, um in 2, 3 Jahren sagen zu können, hey, das Ganze hat funktioniert. Weil ich habe es so oft gesagt, aber überleg mal selber oder denk mal selber darüber nach. Ja, Tag für Tag verändert sich nichts, aber wenn du zurückschaust, ist alles anders. Okay? Das ist crazy. Das ist crazy, dass sich Tag für Tag nichts verändert, aber wenn du zurückschaust, ist alles anders. Okay? Und genauso in diesem Business, vielleicht bist du gerade gestartet, vielleicht bist du seit ein paar Wochen, ein paar Monaten dabei und du willst Veränderung, du willst was sehen. Ja, das ist logisch, safe. Aber dieses Business ist so aufgebaut, dass du von Anfang an nicht sofort Resultate sehen wirst und dass du vor allem von Anfang an nicht sofort Veränderungen sehen wirst in deinem Leben.
Okay, das ganze Game braucht Zeit. Das ganze Game hier braucht extrem viel Erfahrung und vor allem extrem viel Zeit, wo du durch Schmerz gehst. Okay, aber irgendwann wird es dann ein Punkt sein, wo du dann auf den Start zurückguckst und sagen wirst, hey, alles ist anders. Ich bin ein komplett neuer Mensch. Ich habe einen komplett anderen Rank. Mein Trading-Level, mein Trading-Wissen ist auf einem komplett anderen Level. Okay, und das ist krass, weil Leute, ich bin damals gestartet im Network Marketing, nicht bei IM, sondern im Network allgemein. Und ich bin gestartet. Und ihr müsst euch vorstellen, die ersten Monate waren keine Resultate da. Und mein Mentor meinte dann zu mir, Ilya, oder ich meinte zu ihm, Bro, ich habe keine Resultate, ich mache, aber es funktioniert nichts. Und er meinte zu mir, Ilya, ja, vergleich mal die Person, die du gerade bist und die Person, die du warst, als du gestartet bist. Siehst du irgendeinen Unterschied? Und ich meinte, ja klar, gewaltig. Okay, meine Persönlichkeit ist komplett anders. Meine Persönlichkeit hat sich komplett verändert. Und das über diese kurze Zeit. Vielleicht nicht sofort im Backoffice, vielleicht nicht sofort in den Finanzen, aber meine Persönlichkeit, mein Wissen, okay, das, was ich bin, ist eine komplett andere Person, als ich war. Okay, meine Identity hat sich verändert, das heißt für eine Vision, dass du eine Vision annehmen kannst, dass du anfangen kannst, größer zu denken, brauchst du was? Ja, du brauchst einen Identity Change. Okay, du brauchst eine Identity Change. Du musst deine Identität ändern und vor allem wechseln. Warum? Ich sage jedes Mal, hey, du kannst die Person sein, die du warst, ja, um andere Resultate zu bekommen. Du kannst nicht dieselbe Persönlichkeit sein, die du vor dem Business warst. Okay, du kannst nicht dasselbe Denken haben, dieselben Gewohnheiten haben, mit denselben Menschen abhängen, dieselben Sichtweisen haben. Diese Dinge müssen sich von Grund auf komplett changen und reprogrammieren. Okay? Und deswegen, was meinte Austin mal? Er meinte selber, dass die Person am erfolgreichsten wird auf dieser Welt, nicht die am besten lesen und schreiben kann, sondern die Person, die am besten lernen, verlernen und wieder erlernen kann. Okay? Learn, unlearn and relearn again. Das heißt, deine Aufgabe ist es, neue Dinge zu erlernen. Ja, deine Aufgabe ist es, nicht nur die Vision zu haben, sondern anfangen, dir Skills anzueignen, die Wissen anzueignen, was diese Vision was erfüllen kann. Okay, weil für eine Vision brauchst du einen Weg. Wenn du eine Vision vor deinen Augen hast, ist es nice. Aber wenn kein Weg da ist, der dich zu dieser Vision führt, wird das Ganze dementsprechend auch nichts bringen. Okay, deswegen bau dir einen Weg. Okay, bau dir einen Weg auf dahin. Okay, schau, dass du herausfindest, was es für Wege gibt und vor allem, dass du diesen dann nimmst für dich. Und diese Wege werden für dich vorgegeben. Wir haben Top 1% Leader, wir haben Leute, die sind Chairman, wir haben Leute, die sind 6-7-Figure, die haben den Weg, die haben genau das vorgegangen. Das Einzige, was du machen musst, ist das nachzumachen. Okay? Aber oftmals tust du nicht das, was du weißt und tust oftmals nicht das, was dir gesagt wird und was dir gegeben wird. Weil ich kenne das von mir selber, dass ich oftmals mich frage, warum klappt es nicht und so weiter und so fort. Ja, aber ich selber genau weiß, warum es nicht klappt. Ich selber gucke auf mein PRSV im Network und weiß, warum es nicht klappt. Na, wenn eine Person zu mir kommt und sagt, Ilya, wieso gehe ich nicht P1? Ja, ich sage zu einer Person, Bro, wenn du nicht mindestens 1000 PRSV hast, frag mich nicht, warum es nicht klappt. Frag mich nicht, warum du nicht vorankommst. Okay? Du brauchst nicht zu mir zu kommen, wenn du nicht 1000 PRSV in deinem Backoffice hast, okay, wenn es auf Network bezogen ist. Okay, im Training genauso. Wenn du die Einarbeitung nicht durchgegangen bist, wenn du das Ganze von Grund auf nicht verstanden hast und dich nicht bereit bist, hinzusetzen, zu lernen, deine Autoship aktiv zu haben, um das Ganze zu erlernen, dann komm nicht zu deiner Ablehnung und frag, warum klappt es bei mir nicht? Okay? Du weißt genau, was die Gründe sind. Du weißt genau, warum das Ganze bei dir nicht funktioniert. Okay? Und darauf musst du dich fokussieren, auf Dinge, die du weißt und nicht auf Dinge, die du vielleicht nicht weißt. Weil du suchst so oft nach neuen Informationen. Okay, ich habe dazu einen Post gemacht. Du suchst so oft Schlüssel für neue Türen, aber vergisst dabei den ersten Schlüssel, ja, oder die alten Schlüssel für die erste Tür zu nutzen. Okay? Du willst neue Türen haben, dann musst du die erste Tür öffnen. Okay, du hast die erste Tür nicht geöffnet. Du hast den ersten Weg nicht geöffnet. Du hast die erste Vision nicht geöffnet. Du warst nicht bereit, den Weg vorzugehen und das mit dem ersten Step. Okay, weil du kannst nicht Step 1 überspringen, nur weil du Vision mit Step 1000 siehst. Okay, du siehst vielleicht die Vision Step 1000, Step 10.000, aber du kannst nicht Step 1 überspringen. Du musst Step 1 trotzdem gehen. Du musst Step 2 trotzdem gehen. Du musst den Weg trotzdem für dich vorangehen. Okay. Und ich weiß, ich habe das Goal, dass du sagst, hey, 500 neue Menschen, 500 neue Personen, die im Juni in diesem Team sind. Okay. Und das sind neue Persönlichkeiten. Aber denk mal darüber nach, alleine für Incentic, alleine für das Team, wie das Ganze zu machen, ist nicht easy. Okay, das Ganze alleine zu machen, als einziger Leader, ist nicht easy. Aber es ist easy als eine Unity. Okay, es ist easy als eine Unity. Das heißt, was du brauchst für diese Vision, was du brauchst für eine Vision, okay, ist was? Ist Belief. Okay, es ist Belief. Und wenn du wirklich Belief hast, dann fängst du an daran, was du fängst, wie es das Wort sagt, du fängst an zu glauben. Und deswegen fang an, Belief zu entwickeln für dein Leben. Leute, das ist so krass. Wir leben in einer Welt, wo Menschen kein Belief mehr in sich selbst haben. Ey, wo Menschen kein Belief mehr haben darin, dass es für sie möglich ist. Wo Menschen kein Belief mehr haben darin, dass sie erfolgreich werden können. Und das ist schade. Ja, lack of belief ist in dieser Welt.
Okay, es ist ein Mangel an Belief. Und deine Aufgabe hier als Person bei I Am ist es, diesen Mangel zu füllen. Ist es, diese Lücken zu füllen. Leute, wir sitzen zu Hause, wir educaten uns, wir sind auf Events, wir reisen rum. Ich weiß, einige von euch waren jetzt in Dubai und so weiter. Aber Leute, wir reisen rum, wir erleben Dinge. Wir haben so krasse Visions. Das, was ihr bis jetzt gesehen habt hier bei I Am, auch wenn du noch nicht in Dubai warst oder in einem anderen Land, aber das, was du bis jetzt gesehen hast bei I Am, das haben Menschen außerhalb niemals in ihrem Leben gesehen. Dass du auf einem Call bist von einem Seven-Figure-Earner lernen kannst, das können Menschen draußen nicht. Das heißt, du hast schon angefangen, größer zu denken. Du hast schon mehr Wissen als die meisten Leute. Du hast schon ein größeres Belief als 95% der Menschen da draußen. Das, was du jetzt machen musst, ist eine Entscheidung zu treffen. Eine Entscheidung zu treffen, ein Leader zu sein. Okay? Jeder von euch ist ein Leader. Sei ein Leader. Okay? Warum? Weil die erfolgreichste Person in diesem Business ist die Person, die lernt und sich dazu entscheidet, zu lehren. Okay? Dann holst du dein höchstes Potenzial aus dir heraus. Okay? Die Person, die lernt und sich dazu entscheidet, danach zu lehren. Ja, weil wenn du dich entscheidest, dazu zu lernen, ja, und danach zu lehren, ist es ein Geschenk, was du immer weitergibst. Okay? Es ist ein Geschenk, was du immer weitergibst. Und das ist krass. Du hast ein Geschenk bekommen, du hast etwas gelernt. Okay, und du gibst dieses Geschenk weiter und das anhand einer, oder eher gesagt, mit einer Vision. Okay? Deswegen gib dieses Geschenk weiter, was I Am dir gegeben hat, weil der einzige Grund, warum du bei I Am bist, ist, weil jemand gesagt hat, hey, ich entscheide mich dazu, dir davon zu erzählen. Deswegen frage ich mich manchmal, hey, wie können wir uns wagen, wie können wir uns erlauben, nicht jedem von dieser Möglichkeit zu erzählen? Wie können wir uns erlauben, nicht jedem diese Möglichkeit zu geben? Und vor allem gerade in einer Welt, wo und ihr als mit der Upline etc., ihr wisst Bescheid, vor allem in einer Welt, wo Kryptowährungen, Digitalisierung immer normaler wird, wo das Ganze eine Normalität annimmt, okay, es ist wichtig, dass Menschen von außen IAM als Normalität annehmen. Und das tun sie, weil damals, Leute, auf Calls mussten wir sagen, hey, ich habe eine Möglichkeit gestartet, Punkt, Punkt, Punkt. Ich möchte gerne deine Meinung dazu hören. Ja, heutzutage brauchst du nicht mehr sagen, ich möchte deine Meinung dazu hören. Ich weiß, was die Meinung von der Person ist. Der Typ wird es crazy finden. Okay, die Person wird es verrückt finden, Mann. Die Person wird sagen, hey, ich bin bereit, das Ganze zu machen, weil das Business ein No-Brainer ist. Okay? Das ist, um eine Vision zu vervollständigen, um wirklich ein Belief zu entwickeln, musst du erst mit dir was? Du musst das Ganze ansehen als genial. Du musst sehen, wie genial I Am ist und dass I Am ein No-Brainer ist, es zu starten. Dass man für gerade 165 Euro dieses Business hier starten kann mit dem kleinen Paket, ist, Leute, das ist krank. Menschen auf der Straße in Deutschland, die Geld sammeln auf der Straße, verdienen das im Monat. Oh, manche können ihre Autos nicht zahlen. Deswegen fange darüber nachzudenken, wie viel Wert du dem Ganzen hier gibst. Okay? Wie viel Wert du wirklich IAM gibst und wie krass du bereit bist, die Zeit jetzt in der nächsten Zeit reinzustecken, damit IAM auch für dich funktioniert. Okay? Weil IAM funktioniert. Wir haben dieselben Tools, wir haben dasselbe Go Live, wir haben dieselben Uplines, wir haben alles dasselbe. Okay, es ist same. Okay, es ist immer dasselbe. Aber als ich damals gestartet bin, war es nicht dasselbe wie jetzt. Das heißt, wir hatten sogar damals noch weniger Möglichkeiten. Also damals war es sogar noch schwerer. Damals waren sogar noch weniger Möglichkeiten da. Okay? Aber jetzt sind nur so viele Möglichkeiten da. Wir haben so krasse Tools, so krass Wissen. Aber du musst anfangen, es zu nutzen. Du musst anfangen, es zu verwerten. Bewerte Dinge nicht, nur verwerte. Fange rauszugehen, nimm es dir und fange damit aufzubauen. Okay? Das ist deine Aufgabe, diese Dinge für dich nutzbar zu machen. Okay? Weil alles wird funktionieren. Okay? Wie es Alex Morton sagt, der meinte selber, everything will work out until you decide to outwork everything. Okay? Everything will work out until you decide to outwork everything. Okay, alles wird funktionieren. Ja, alles wird funktionieren, wenn du dich dazu entscheidest, alles zu outworken. Okay, wenn du dich entscheidest, alles zu outworken, deine Distractions zu outworken, deine Zweifel zu outworken, die Leute, die gegen dich gehen, zu outworken, good und bad times zu outworken. Okay, du musst anfangen, diese Dinge zu outworken. Du musst anfangen, größer zu denken. Und wenn du anfängst, größer zu denken, wirst du anfangen, größer zu laufen. Okay? Und damit sollten wir anfangen, okay, mit dieser Vision, dass wir bereit sind, unser Mindset zu verändern. Ja, weil Leute, ich bin ehrlich, wir kommen aus einer Welt, wo Menschen ihren Urlaub mehr planen als ihr Leben. Okay, ich habe einen Call, habe ihn gefragt, ey, nächstes Jahr Urlaub, wohin fliegst du? Ah ja, man, dorthin mit meinen Kollegen, von dort bis dort. Wir haben das geplant, dort gehen wir in den Club und in den Club. Da frage ich, boah, 5 Jahren, wo willst du stehen? Keine Ahnung. Okay, der hat keinen Plan. Er kennt seinen Urlaub besser als sein Leben. Oh, das ist krass. Okay, das heißt, wir sind von Natur aus vom Mindset extrem, extrem low. Wir sind von Natur aus vom Mindset her einfach, wenn man so sagen kann, auf gut Deutsch, Lappen. Okay, wir sind einfach lost vom Mindset her. Das heißt, du musst anfangen, einen Change zu geben. Hab die richtige Attitude. Okay, fang eine richtige Attitude aufzubauen.
Da frag dich selber, wie würde ein Chairman denken über deine jetzige Handlung, okay, über den jetzigen Aktivitäten, über das, was du jetzt tust, jeden einzelnen Tag. Okay? Weil jedes Mal, wenn du dich zu etwas entscheidest, musst du dich fragen, ey, was würde ein Jason, ein Matt, ein Austin, ein Bryce, Punkt, Punkt, Punkt. Was würden diese Leute sagen zu dem, was ich gerade tue und sage? Was würden diese Leute sagen zu meinen Aktivitäten? Und dann weißt du, ob es richtig oder falsch ist. Da weißt du, ob du mehr oder weniger machen solltest. Du weißt, ob du das Ganze ernst genug nimmst oder nicht. Okay, indem du anfängst, dir von oben den Support zu holen. Ja, frag einen David, frag einen Zettel, frag die Jungs, mache ich gerade richtige Dinge? Bin ich gerade auf dem richtigen Weg? Was kann ich verbessern? Okay, und wenn du gerade an einem Punkt bist, wo nichts passiert, dann geh dahin, weil Leute, damals, als ich gestartet bin, ich habe immer gefragt, immer wieder, dass ich immer neue Feedback habe, okay, immer neue Feedback habe und weiß, hey, wo kann ich an mir arbeiten? Deswegen sei nicht die Person, die rumsitzt und darauf wartet, bis irgendwas passiert. Sei nicht die Person, die rumsitzt und cool ist und denkt, sie weiß alles besser oder weiß selber, wohin sie will. Nein, sei die Person, die bereit ist zu lernen. Okay, wo du sagst, hey, I'm coachable. Ich bin humble. Ich setze mich hin. Ich lerne erneut. Okay, egal, wo ich angekommen bin, egal, was ich denke, was ich weiß. Es geht nicht darum, was ich weiß. Okay, sondern nur darum, was ich noch lernen kann. Okay, warum? Weil die besten Mentoren sind die besten Lehrlinge. Okay, die besten Mentoren sind die besten Schüler. Okay. Und das ist sehr wichtig zu verstehen. Ein Alex Morton ist immer noch der beste Schüler. Ein Alex Morton ist immer noch der allerbeste, wenn es darum geht, zu lernen. Okay. Und deswegen, entscheide dich zu lernen mit IAM. Entscheide dich zu lernen. Aber genauso auch, wenn du gelernt hast, entscheide dich zu lehren. Okay, weil dann gibt es ein Geschenk weiter. Und das immer wieder und immer wieder. Okay, und das ist deine Aufgabe jetzt in der nächsten Zeit, um eine Vision zur Erfüllung zu bringen. Okay, eine Vision funktionieren zu lassen als gesamtes Team. Dieses Alpha-Mindset anzueignen und zu sagen, hey, I'm going all in. Okay, every day. Okay, jeden einzelnen Tag. Für das, was ich mir aufgeschrieben habe auf mein Zettel, für das, was ich visualisiere jeden einzelnen Tag, weil das ist schade, wenn du das Ganze liegen lassen musst. Es ist schade, wenn wir diese Möglichkeit liegen lassen müssen. Es ist schade, wenn wir eine Möglichkeit in der Hand haben, die Menschenleben verändern kann. Aber wir diese Möglichkeit nicht nutzen, um uns selbst zu verändern. Okay, weil das Ganze bei dir beginnt. Deswegen, Guys, lasst uns auf jeden Fall nicht zu viel Zeit verlieren. Ich muss direkt weiter zum nächsten Leader Call. Hat mich auf jeden Fall gefreut, hier im Start zu sein für diese kurze Zeit. War mir auf jeden Fall eine Ehre. David, ich übergebe dir auf jeden Fall direkt das Wort wieder. Peace out, Guys. Wir hören uns. Let's get it. Yes, Sir. Bro, Ilya, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Worte. Ich weiß es extremst zu schätzen. Ich entferne mal ganz kurz das Spotlight von dir. Vielen, vielen, vielen Dank. Du siehst es an der Resonanz im Chat. Geisteskrank. Ich bin schon bei einer Seite mitschreiben. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Leute, bitte, wir müssen zügig, wir sind gut in der Zeit, aber wir machen straight weiter, Leute. Wir haben heute keine Zeit zu verlieren, weil ich will euch nicht zu sehr auf die Folter spannen, bis was bis Ende des Calls alles passieren wird. Ilya hat schon ganz bisschen geteasert. Eine Vision, eine große Ankündigung, etwas, was uns als Team zusammenschweißen wird, jeden Einzelnen, was uns zu einer Einheit, zu einer Unity bilden wird, noch mehr, als wir es schon sind, noch mehr als ja, die guten Freundschaften, die schon entstanden sind. Weil Leute, 0711 ist Familie. Ich sag euch, wie es ist. Vielleicht ist der eine mal ein bisschen tollpatschig. Ich bin mal ein bisschen tollpatschig. Der macht mal einen Fehler. Bei dem läuft nicht alles perfekt. Aber im Endeffekt würde ich für jeden einzelnen von meinen Teampartnern 100% geben, dass sie hier was erreichen können. Okay? Und wir fangen mit der ersten Thematik an. Und damit möchte ich auch gleich den zweiten Speaker ankündigen, Leute. Und der erste Teil von dem ganz Großen, was heute kommen wird, wird sich um das Thema FTMO handeln. Ich denke, man muss zur FTMO nicht allzu viel sagen, denn es ist, denke ich, offensichtlich, dass das ein Sprungbrett in deine Zukunft ist. Es ist das, was dir das Fundament aufbauen kann, was dir die Freiheit aufbauen kann, was du benötigst. Wir haben mit IAM das Pferd, womit wir das FTMO-Rennen auf jeden Fall rennen können. Und jetzt liegt es nur an uns, das Ganze umzusetzen. Wer uns jetzt am besten was über FTMO erzählen kann und was es genau auf sich hat, was wir genau vorhaben, ist kein geringerer als Yannick Baumann. Yannick ist nicht nur mit Abstand wahrscheinlich der beste Trader, den ich je gesehen habe in so kurzer Zeit, sondern ist auch für mich eine Rieseninspiration. Weil ich sage euch, wie es ist, die Position ist nur eine
ja, die Position ist die geringste Level des, das geringste Level des Leaderships. So, wenn ich mir Yannick anschaue und sehe, was er jeden Tag tradingtechnisch anstellt, wie er jeden Tag sein Team fördert, dass sie zu denselben Resultaten kommen. Wenn ich jeden Tag sehe, wie er auf mich zukommt und sagt, hey David, das können wir so optimieren, das können wir so machen. Hey, guck mal, das wäre doch eine gute Idee fürs Team. Hey, so können wir noch mehr Trading-Input mitgeben. Hey, so können wir noch mehr FTMO-Trader generieren. So können wir noch mehr dafür sorgen, dass die Menschen Value kriegen, dass die Menschen Level-Ups machen, dass die Menschen von A nach B kommen. Yannick, ich habe einen riesigen Respekt vor deiner Arbeit. Ich kenne keine Person, die so diszipliniert durch den Alltag marschiert wie du. Ich kenne keine Person, die so viel Herz, Schweiß und Tränen in dieses Business steckt, obwohl du dich noch im 9-to-5 befindest. Leute, dieser Typ geht noch ganz normal arbeiten. Er geht noch ganz normal arbeiten. Er ist zwar kurz vor der Hauptberuflichkeit, was er sich nur mehr als verdient hat, aber der Junge geht ganz normal arbeiten und outworkt manchen, der hier schon seit 1-2 Jahren hauptberuflich ist. Ich sage euch, wie es ist. Es kommt sehr gut vor, dass der Junge mich outworkt. Sehr, sehr häufig. Weil er so sehr dieses Burning Desire hat. Egal ob im Trading, egal ob im Network. Jetzt wird es um das Thema FTMO gehen. Yannick, ich werde dich gleich mal mit fokussieren, dass wir dich hier endlich mal sehen können. Guck mal, wie er strahlt. Ey. Ich liebe diesen Jungen. Einfach so süß. Okay, Bruder. Ich würde sagen, mit den Worten, the stage is yours. Der Chat explodiert schon komplett. Ich glaube, damit sieht man auch, dass das Team deine Arbeit extrem zu schätzen weiß. Genauso tue es ich. Ich bin extrem dankbar, dass du an meiner Seite stehst, Bruder. Und mit den Worten darfst du dich entstummen und raushauen, was du heute für uns organisiert hast. Let's fucking go. Vielen, vielen Dank für die netten Worte, David. Ich klaue mir direkt mal kurz den Host zurück, dann kann ich nämlich den Bildschirm teilen. Wie David schon angeteasert hat, wird es jetzt um das Thema FTMO gehen. Ich werde euch ganz kurz, ich hoffe einige von euch, oder ich hoffe eigentlich der Großteil von euch, waren auf dem Bootcamp am Samstag. Ich werde euch einfach genau die gleiche Präsentation teilen, die euch Physnik geteilt hat, um das Thema nochmal ganz kurz anzuteasern, damit jeder hier ganz genau weiß, über was ich eigentlich spreche. So. Dann fangen wir erstmal an. Was ist FTMO überhaupt? FTMO ist eine Firma, die uns Fremdkapital zur Verfügung stellt, mit dem wir traden können. Das heißt, FTMO gibt dir je nachdem eine bestimmte Kontogröße in die Hand und sagt, hey, bitte trade mal mit diesem Geld für mich und du kriegst natürlich einen Teil davon ab. Warum überhaupt FTMO? FTMO ist ein riesengroßer Hebel. Wenn ich mal überlege, ich hätte mein Azubi-Gehalt genutzt, um zu traden, dann hätte ich circa, na, vielleicht, wenn ich alle Abzüge nehme, 300, 400 Euro in der Hand gehabt, um damit zu traden. Bei FTMO habe ich die Chance, viel, viel größeres Geld von links nach rechts zu schieben und mit viel, viel größerem Geld zu agieren. Das heißt, wie gesagt, der Hebel ist viel, viel größer. Punkt 2, wir haben kein Risiko unseres privaten Kapitals. Wenn ich mein eigenes Geld benutze, habe ich 400, 500, 600 Euro, je nachdem, wie viel ich auf mein Tradingkonto lade, als Eigenrisiko. Wenn ich mit FTMO trade, habe ich dieses Risiko nicht. Sollte ich eine bestimmte Grenze überschreiten, wird mir einfach der Zugang zum FTMO-Konto gestrichen, aber ich muss nicht nachzahlen. Und Punkt 3, erhalte zu Beginn 80% und nach dem vierten Monat sogar 90% deines ertradeten Gewinns. Nur als kleine Faustformel hier, wenn ihr ein 10.000-Euro-Konto habt und ihr macht 10% in den Monat, kriegt ihr in den ersten 3 Monaten 800 Euro und ab dem vierten Monat sogar 900 Euro. Aber wie ist FTMO überhaupt aufgebaut? Was ist hier unsere Chance? Und zwar haben wir am Anfang eine Challenge, die wir bestehen müssen. Dafür haben wir 30 Tage Zeit. Müssen minimal 10 Handelstage haben. Das heißt, ihr müsst an mindestens 10 Handelstagen einen Trade setzen. Den maximalen Tagesverlust, den ihr habt, sind 5%. Das bezieht sich auf alle Konten. Bei einem 10.000-Euro-Konto 5% wären in dem Fall 500 Euro. Den maximalen insgesamten Verlust, den wir haben, sind 10%. Das heißt in dem Fall 1.000 Euro. Und das Gewinnziel dieser Challenge sind 10%. Wir nehmen die 10.000-Euro-Challenge wieder als Beispiel. Das sind 1.000 Euro, die wir hier rausholen müssen. Dann bestehen wir den ersten Schritt der FTMO-Challenge. Danach kommt es zum zweiten Schritt, der Verifikation. Diesmal haben wir 60 Tage Zeit, um auch wieder mit mindestens 10 Handelstagen einen maximalen Tagesverlust von 5% und einen maximalen Verlust von 10%. Hier ist aber die Idee nur, 5% Gewinn zu erzielen.
Sollten wir das geschafft haben, dann bist du offiziell verifizierter FTMO-Trader. Das heißt, die Firma FTMO stellt dir das Kapital zur Verfügung und mit diesem Kapital kannst du frei handeln. Du kannst dich selbst entscheiden, handle ich Forex-Währungen, handle ich GBP-USD, handle ich Euro-USD und so weiter oder handle ich Kryptowährungen. Die Firma FTMO stellt dir in diesem Schritt dann das Kapital zur Verfügung und du bist ab jetzt FTMO-Trader. Das heißt, du hast Zugriff auf dieses Konto auf eine unbegrenzte Zeit. Du musst in dem Monat auch nicht handeln. Du hast keine minimalen Handelstage. Das heißt, solltest dir in einem Monat nicht gut gehen und du läufst mit 0% raus und du handelst an keinem einzigen Tag, hast du im nächsten Monat trotzdem noch den Zugriff. Dein maximaler Tagesverlust bleibt bei 5% und dein maximaler insgesamter Verlust bleibt bei 10%. Hier ist das Gewinnziel aber egal. Das Gewinnziel entscheidet im Endeffekt später nur über das, was du dir selbst auszahlen lassen kannst. Bei 10% Gewinnziel kriegst du natürlich bei der 10.000 Euro Challenge 800 Euro beziehungsweise ab dem vierten Monat 900 Euro. Bei der 100.000 Euro Challenge bekommst du 8.000 Euro beziehungsweise ab dem vierten Monat dann 9.000 Euro. Und so entscheidet wirklich einfach nur, sobald du FTMO-Trader bist, dein eigener Trading-Skill und so weiter und so fort darüber, wie viel du im Endeffekt ausgezahlt bekommst. FTMO bietet uns an, mehrere Kontooptionen zu haben. Die einzige Sache, die an dieser FTMO uns etwas kostet, sind die Challenges, sind das Beginnen der Challenge. Hierzu sei aber auch gesagt, solltest du die Challenge bestehen, bekommst du nach Schritt 1, nach dem ersten Schritt der FTMO-Challenge und du bestehst das Ganze, dein eingezahltes Kapital, das du gezahlt hast für diese Challenge, um die Challenge zu beginnen, wieder zurück mit deiner ersten Auszahlung. Das heißt, die erste Option wären unsere 10.000 Euro, die wir haben. Da haben wir eine Gebühr von 155 Euro. Die zweite Kontooption wären 20.000 Euro. Da haben wir eine Gebühr von 250 Euro. Die dritte Option 40.000 Euro, eine Gebühr von 345 Euro. Die vierte Option sind 80.000 Euro, wären eine Gebühr von 540 Euro. Und die vierte wären die 160.000 Euro. Und das ist hier die größte Challenge mit einer Gebühr von 1.080 Euro. Dazu sei aber gesagt, du kannst auch immer mehrere Challenges kombinieren. Die größte Challenge, die jetzt gerade bei der Firma FTMO möglich ist, sind 320.000 Euro, sprich 400.000 US-Dollar. Das ist die größte Kontooption, die du traden kannst. Was sind deine Vorteile? Ich habe es schon erwähnt, Geld zurück bei bestandener FTMO-Verifizierung. Eine kostenlose Wiederholung ist möglich. Solltest du den ersten Schritt bestanden haben und nur im zweiten Schritt rausfallen oder sollte dir passieren, dass du, sobald du schon verifizierter FTMO-Trader bist, aus der Challenge rausfallen, dann stellt dir FTMO eine kostenlose Wiederholung zur Verfügung. Die Challenge kann jederzeit wiederholt werden, solltest du sie nicht bestehen. Wir haben hier jetzt mal eine Beispielrechnung. Wenn du ein Eigenkapital von 345 Euro hast und davon 10% machst, hast du eine Rendite von 34,50 Euro. Das heißt, du kriegst 34,50 Euro raus. Solltest du aber eine FTMO-Challenge beginnen mit 345 Euro, dann zahlst du als Kosten 345 Euro für die 40.000er Fremdkapital-Challenge. Und davon 10% Rendite sind 4.000 Euro. Davon 80% sind 3.200 Euro, die an dich gehen oder ab dem vierten Monat 3.600 Euro, die an dich gehen. Natürlich gibt es auch Risiken, aber die Risiken sind bei weitem nicht so hoch, wie wenn du dein Eigenkapital benutzt. Verlust des Fremdkapitalkontos bei der Verlustgrenze. Das heißt, wenn du über diese 10% Maximalverlust hinausfällst oder über diese 5% Tagesverlust, dann verlierst du den Zugriff auf das Fremdkapitalkonto. Aber du verlierst nur den Zugriff darauf. Du verlierst nicht dein komplettes Konto. Wenn du dein Eigenkapital benutzt, verlierst du dort dein komplettes Geld. Dazu gesagt, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, einfach um aus meiner eigenen Erfahrung zu sprechen. Sobald du einmal verifizierter FTMO-Trader bist oder wirklich die Challenge sehr, sehr gut am Laufen hast, ist niemals dein maximaler Verlust von 10% das, was dich aus der Challenge raushaut, sondern es ist immer dein Tagesverlust. Und deswegen ist auch dieses Plan Your Day so extrem wichtig.
Weil wenn ich einmal 20% Profit gemacht habe, sind es, um unter die 10% Maximalverlust zu fallen, 30%. Wenn ich aber trotzdem diese 20% Profit gemacht habe, um unter meine Tagesgrenze zu fallen, sind es trotzdem noch 5%. Und da ist es egal, ob ich dann 10% ertradet habe, 20% ertradet habe, 50% ertradet habe. Das heißt, du musst dich von Anfang an immer an die Regeln halten. Du kannst nicht irgendwann mal sagen, ich habe jetzt eine bestimmte Kontogröße erreicht, ich kann jetzt ein bisschen risikobefreudeter traden. Nein, du musst dich durchgehend komplett an die Regeln halten. Wie gesagt, die Verluste werden durch FTMO gedeckt. Das bedeutet in dem Fall, wie gesagt, das Einzige, was passieren kann, ist, dass du aus der Challenge rausfällst, nicht, dass du etwas nachzahlen musst. Und FTMO stellt dir ein neues Konto oder es ist ein neues Konto durch die Challenge möglich. So, das wäre mal ganz kurz erklärt, was FTMO eigentlich ist. Um noch dazu zu sagen, FTMO ist der größte Gamechanger, den wir hier überhaupt haben. Hallo David, schön, dass du auch dabei bist. FTMO ist der größte Gamechanger, den wir hier überhaupt haben. Wie gesagt, ihr habt einen viel, viel kleineren Hebel, wenn ihr mit eurem Eigenkapital tradet. Es ist viel, viel weniger möglich. Wenn ich jetzt gesagt hätte, ich fange an zu traden mit meinem Eigenkapital, dann hätte ich jetzt vielleicht, wenn ich das hochrechne, meine 40%, die ich erwirtschaftet habe, wäre ich vielleicht bei 5.000 Euro Gewinn, die ich gemacht habe. Aber ich kann mich, wenn es so weiterläuft mit dieser Challenge, durch diesen extrem hohen FTMO-Hebel, kann ich mich komplett in die Hauptberuflichkeit schießen Ende April. Ich kann reisen durch die komplette Welt. Ich kann alles erreichen, was ich erreichen will. Meine kompletten Ziele sind einen riesen, riesen Step zu mir hergerutscht. Wenn ich da oben auf mein Vision Board gucke und da steht ein Ferrari drauf, da steht ein Haus auf Hawaii drauf und so weiter und so fort. Wenn ich das Ganze noch ein bisschen durchziehe und davon rede ich wirklich von einem bisschen, das heißt bis Ende des Jahres, dann könnte ich mir einige dieser Dinge, die auf meinem Vision Board stehen, schon wirklich, wirklich verwirklichen. Und das ist der Hammer. Das ist absolut der Hammer, den wir durch FTMO haben. Und deswegen muss einfach jeder verstehen, was für ein Hebel FTMO ist, was hinter FTMO steckt. David schreibt in den Chat, Großdenken ist hierbei angesagt. Natürlich ist Großdenken immer schön gesagt, aber wie gesagt, um diese FTMO zu bestehen, sind ein paar Dinge extrem, extrem wichtig. Es ist alles machbar, aber du musst dich wirklich an die Regeln halten. Von Anfang an werden dir Regeln mitgegeben und ich weiß, dass jeder von euch sich an diese Regeln halten kann. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass jeder hier auf diesem Call bis Mitte des Jahres ein successful FTMO-Trader werden kann, wenn er sich an die Regeln hält. Als wir kleiner waren, haben wir immer so schön gesagt, Regeln sind da, um gebrochen zu werden. Ich bin da absolut anderer Meinung, wenn es um FTMO geht. Weil da sind die Regeln dafür da, dass du dich an diese Regeln hältst. Halt dich an die Regeln, dann kannst du das alles erreichen. Ein kleines Beispiel würde ich euch gerne noch machen, bevor ich hier wieder zurück an David gebe. Stellt euch mal vor, ihr habt einen Raucher und ihr würdet diesem Raucher sagen, hey, ich drücke dir 100.000 Euro in die Hand, wenn du dich an die Regeln hältst. Wenn du dich an die Regeln hältst, du hörst auf mit Rauchen in einer bestimmten Zeit, du fängst nicht mehr an zu rauchen, du rauchst keine Zigarette mehr und so weiter und so fort. Der Raucher würde sagen, für 100.000 Euro safe, ich bin sofort dabei. Jetzt sagt dir einem Menschen, ich drücke dir 100.000 Euro Fremdkapital, mit dem du traden kannst, in die Hand. Der Raucher hat nicht mal was davon. So unbedingt. Aber du drückst einem Menschen 100.000 Euro Fremdkapital an die Hand und sagst ihm, wenn du dich an die Regeln hältst, dann kannst du mit diesem Geld machen, was du willst. Halt dich an die Regeln und du kannst mit diesem Geld wirtschaften. Du kannst dieses Geld vermehren und ich zahle es dir aus. Und jetzt frage ich euch eine Sache. Glaubt ihr, es ist schwerer, mit dem Rauchen aufzuhören? Oder glaubt ihr, es ist schwerer, euch jeden Tag eine Stunde hinzusetzen und ein bisschen was für euren Kopf zu machen und ein bisschen zu lernen? Ich bin mir 100% sicher, jeder Raucher würde sagen, es ist eindeutig einfacher, sich jeden Tag hinzusetzen. Und ich bin mir auch sicher, jeder von euch würde sagen, es ist jeden Tag einfacher, sich ein bisschen hinzusetzen. Von dem her kann ich euch nur mit ganz, ganz großem Herz oder ganz, ganz groß ans Herz legen. Setzt euch jeden Tag hin, schreibt eure Regeln auf, haltet euch an eure Trading-Tabelle und nutzt diesen immens, immens riesigen Hebel, den ihr von IM habt, den ihr durch IM bekommt, um FTMO zu bestehen. Um das Ganze jetzt nochmal wirklich mit ein bisschen Beispiel vorzurechnen. Ich habe Anfang Oktober damit angefangen, FTMO zu traden oder Forex zu traden im Gesamten. Ich habe dann Anfang Januar angefangen eine FTMO-Challenge zu machen. Das heißt nach 3 Monaten. Wie gesagt, es ist alles möglich. Mittlerweile besitze ich ein 150.000 Euro FTMO-Konto und ich habe in meinen ersten 2 Monaten, wo ich 50.000 FTMO besessen habe,
habe ich zusammen 50% erwirtschaftet. Und jetzt in meinem dritten Monat, und ich nenne hier keine Zahlen, aber jeder von euch, der rechnen kann, der kommt drauf. Und jetzt in meinem dritten Monat bin ich bei der Hälfte des Monats bei 16% von 150.000 Euro FTMO. Und jetzt rechnet euch mal zusammen, was innerhalb von Anfang Oktober bis jetzt Mitte Februar, innerhalb von 4, 4,5, 5 Monaten dabei rausgekommen ist. Und für das, die Arbeit unter einem halben Jahr, wollt ihr mir sagen, es ist euch nicht wert, euch jeden Tag 1 oder 2 Stunden hinzusetzen. Ich habe jetzt schon das verdient, was mein Dad nach 50 Jahren Arbeiten in einem Jahr verdient. Innerhalb von nicht mal einem halben Monat. Überlegt euch das mal. Und dafür einen Monat hinzusetzen, das ist geisteskrank. Dieser Hebel ist unglaublich heftig. Deswegen nutzt das, was euch hier geboten wird. Nutzt es wirklich. Ich kann euch nicht mehr dazu sagen. Das Einzige, was ich jetzt am Ende des Calls auch sagen kann, ich bin absolut krank gespannt. Ich weiß zu 100%, was jetzt im Laufe dieses Calls noch auf uns zukommen wird. Und um einen schönen Satz zu sagen, den David mir damals gesagt hat, wenn ihr wüsstet, was ich weiß, was hier noch auf euch zukommen würde, es wird geisteskrank. Es wird geisteskrank, die News, es wird geisteskrank, die Information. Deswegen bleibt unbedingt am Start, seid unbedingt fired up. Ich kann nicht mehr dazu sagen, als wir darüber geredet haben im Leader-Chat, ich glaube, ich war erstmal 5 Minuten lang sprachlos und habe gesagt, what the fuck, was steht uns hier bevor? Geisteskrank, deswegen bleibt am Start, seid hyped. Damit vielen, vielen Dank, David, dass ich hier die Chance hatte zu speaken, und ich würde damit die Worte wieder zurück ins Studio geben. Let's get it. Alright, da bin ich wieder. So, willkommen zurück nach kleiner kurzer Stummpause. Ich glaube, diese 5 Sekunden theatralische Pause haben wir gerade auch gebraucht, nach dem, was Yannick gerade gesagt hat. Yannick, ich würde dich sogar ganz kurz angepinnt lassen, weil ich finde, nach dem, was du uns gerade demonstriert hast, was du wirklich angestellt hast in den letzten Monaten, Dennis schreibt schon rein Mentor, bin ich 100% bei ihm, denke ich, ist es auch einfach nur fair, Kuss geht raus, ist es auch einfach nur fair, dass du den ersten Teil unserer neuen Ära, unserer Operation 0711, wir haben eine Operation, Leute, stell dich mal vor, wir sind bei Mission Impossible, okay? Wir sind bei Mission Impossible und wir sind die GSG 9, okay? 0711 wird die GSG 9 Einheit von Retired Young, okay? Wer nicht weiß, was die GSG 9 Einheit sind, das sind die übelsten Ficker von der Armee. Mit denen willst du dich nicht anlegen, okay? Sorry für meine Wortwahl. Alright? Yannick, lass dein Bild an, ich brauche dich gleich nochmal. Dein Flyer ist schön, aber ich will dein Gesicht sehen. Leute, glaub mir, wir haben uns immens ins Zeug gelegt. Ich weiß, ich tue den Trommelwirbel schon die ganze Zeit hochpushen. Wahrscheinlich jagt der Puls schon in die Luft, alles drum und dran. Aber ich will, dass jeder Einzelne hier auf diesem Call, jeder Einzelne, der Teil unseres Teams, unserer Familie ist, will ich erfolgreich an der Spitze sehen. Leute, das, was Yannick euch gerade gesagt hat, ich sage euch, wie es ist, wenn wir das umsetzen, wenn jeder Einzelne von euch das umsetzt, was Yannick in den letzten 5 Monaten gemacht hat, wenn das jeder hier umsetzt und ihr habt das Potenzial und ihr habt die Entscheidung getroffen, sonst wärt ihr nicht hier. Und Gott hat euch zugestimmt mit der Entscheidung, weil sonst wärt ihr nicht hier. Wenn Gott gewollt hätte, dass ihr das nicht macht, dass ihr das nicht durchzieht, wenn Gott euch gesagt hätte, hey, ihr habt nicht das Potenzial dazu, dann wärt ihr heute nicht hier, dann wäre irgendwas dazwischen gekommen. Irgendwas, euer Internet wäre abgestürzt, euer Online-Banking wäre verreckt, als ihr einzahlen wolltet, alles drum und dran. Es wäre was dazwischen gekommen, aber du bist hier. Und ich sage euch, wie es ist, jetzt wird es Zeit, das Game ernst zu nehmen. Jetzt wird es Zeit, das Game ernst zu nehmen, und dafür zu sorgen, dass das Jahr 2022 für dich das Jahr des Durchbruchs wird. Okay? Dass du dieses Jahr hauptberuflich gehen kannst, dass du dieses Jahr schon die Reise deines Lebens dir ermöglichen kannst und dass du vielleicht im Laufe des Jahres genauso viel Impact hinterlassen hast, wie die Speaker, die heute schon gesprochen haben. Weil ich sage euch, wie es ist. Gerade jetzt mal bleiben wir wirklich kurz beim Thema FTMO, weil das wird der erste große Bestandteil unserer neuen Ära sein. Wenn wir das smashen, Leute, dann kann ein Chairman einpacken, weil dann verdient ihr das Doppelte.
Wisst ihr, was ich meine? Und ich will jetzt nicht den Call auf materialistische Ebene bringen oder sonst irgendwas. Aber glaub mir, 10 Riesen, 20 Riesen im Monat schmecken. Wisst ihr, was ich meine? Das schmeckt. Und das will ich jedem Einzelnen hier ermöglichen, weil deswegen sind wir hier. Wir sind alle wegen Geld gestartet. Und FTMO ist die perfekte Möglichkeit, dich dahin zu bringen, wo du dich selbst siehst. Scheißegal, ob du extrem viel spenden willst, ob du Schulen bauen willst, ob du einfach nur einen sexy Sportwagen haben willst, ob du einfach nur 24/7 in Las Vegas im Casino Millionen auf Rot setzen willst, was auch immer. Jeder Einzelne von uns hat Gründe, warum er hier ist. Und es wird Zeit, diese Gründe wirklich ernst zu nehmen. Weil wir haben bis jetzt schon, ja, ich sag mal, vieles auf die Beine gestellt, um dafür zu sorgen, dass das Team vorankommt. Aber ich bin der Meinung, das ist noch viel, viel mehr drin. Da ist noch viel mehr drin, Leute. Viel, viel mehr. Jeder Einzelne liegt unter seinem Potenzial aktuell. Und ich sage euch, wie es ist, das Konzept, was wir hier gerade ausgearbeitet haben für euch, ich bin mir sicher, das wird sitzen wie ein maßgeschneiderter Anzug. Okay? Und wir werden eine Vision aufstellen. Ilja hat es vorhin schon kurz geteasert. Es wird bis zum 1. oder bis Juni 2022 werden wir uns alle einheitliche Ziele setzen, die wir erreichen. Und zwar entweder alle für einen und alle, also entweder alle oder keiner. Ich habe gerade ein bisschen den Spruch verkackt, aber egal. Entweder alle oder keiner. Diese Ziele sind ab dem heutigen Abend die oberste Priorität für jeden Einzelnen bei uns im Team. Und ich möchte, dass jeder Einzelne, wie Ilja es vorhin schon gesagt hat, ab heute wirklich sein komplettes Potenzial ausschöpft. Dabei geht es gar nicht darum, 10 Stunden am Tag hustlen zu müssen ohne Ende, sondern es geht darum, die richtigen Aktivitäten zu machen. Manchmal ist es nicht wichtig, ja, viel zu tun, sondern es ist wichtig, das, was du tust, intelligent anzustellen. Okay? Es wird alles, was ihr braucht, wir haben dafür gesorgt, Leute. Wir haben so viel auf die Beine gestellt, was ab kommender Woche kommen wird, was jeden Einzelnen hier in jeder Hinsicht, in allen Bereichen, die du brauchst, um dieses Business aufbauen zu können, wird ab kommende Woche in jedem Bereich alles für dich da sein. Alles wird gegeben sein. Ich sage dir ehrlich, das Leader Squad, also gerade die ganzen Leader, deine Upline, alles drum und dran, die das hier heute mitorganisiert haben. Wir sind ab heute nicht mehr eure Leader, sondern wir sind eure Kellner, die euch die Speise zum Erfolg auf einem Silbertablett servieren ab morgen. Okay? Und Yannick, ich würde dir echt gerne die Ehre überlassen, zu erzählen, was es mit FTMO auf sich hat und was unser Ziel im Bereich des Tradings, unser einheitliches Ziel, ich wiederhole es, das Ziel dieser Familie, das Ziel dieser gemeinsamen Fußballmannschaft, das Ziel dieser GSG-9-Einheit, okay, was das gemeinsame Trading-Ziel bis Juni 2022 sein wird. Yannick, ich würde das Wort nochmal gerne an dir rübergeben. Du hast es dir einfach verdient, das Ganze hier announcen zu dürfen. Vielen, vielen Dank, David, dafür. Ja, um noch ganz kurz was dazu zu sagen. David hat vorhin gesagt, Gott würde dir keinen Traum geben, wenn er nicht wüsste, dass du ihn erreichen kannst. David, Sadie, Dennis, Emmy, Ensa, Flo, Hanna, Tobi, Yara und ich saßen auf diesem Leader Call zusammen und haben geträumt. Wir haben davon geträumt. Und wir wissen, dass es eine Vision ist und wir wissen, dass wir es erreichen können. Wir wissen, dass wir es mit euch allen zusammen erreichen können. Wir sind über 100 Personen im Team 0711. Es geht um FTMO. Ich bin mir zu 100% sicher, dass wir Ende dieses Jahres die ersten Millionäre im Team 0711 haben werden. Und um das zu erreichen, haben wir als Vision aufgestellt, um mit euch allen zu erreichen, dass wir bis zum 1.6. haltet euch fest, 111 FTMO-Trader generieren werden. 111 Personen aus Team FTMO werden bis zum 1.6.2022
2022. Markiert euch diesen Tag im Kalender. Bis zum 1.6.2022 werden wir im Team 0711 111 FTMO-Trader haben. 111. Ich habe gerade Gänsehaut. Ich sage euch, wie es ist, Leute, ich habe gerade Gänsehaut. Ich weiß nicht, wie es euch gerade geht, aber ich glaube, ich könnte gerade einen dreifachen Rückwärtssalto machen. Ohne Trampolin. Mit Schraube. Mit Schraube. Leute, es wird Zeit. Ich sage euch, wie es ist, es wird Zeit. Es ist an der Zeit, eine neue Ära. Es ist an der Zeit, Geschichte zu schreiben. Es wird Zeit, Geschichte zu schreiben. Eine neue Ära. Die Operation Teil 1, Operation 0711, ist es, euch dazu verhelfen, dass wir 111 FTMO-Trader kreieren werden und dafür sorgen können, ich sehe gerade, wie Sandy sich freut, oh mein Gott, ist das süß, 111 FTMO-Trader bis zum 1. Juni 2022. Leute, wie gehen wir das Ganze an? Wie gehen wir das Ganze an? Es wird Folgendes kommen. Es wird neben, Yannick, ich stumm dich mal ganz kurz. Es wird neben den drei eh schon wöchentlichen Analyse-Sessions. Oh, warte mal, welches Lied läuft. Oh, das ist auch gut, Leute. Glaubt mir, das gibt auch Gänsehaut. Leute, neben den drei eh schon feststehenden Trading-Analyse-Sessions wird sich Yannick jede Woche noch on top die Zeit nehmen und für euch einen exklusiven FTMO-Call machen. Noch on top einen exklusiven FTMO-Call, wo er seine ganzen Erfahrungen teilen wird, die ihn zu dem erfolgreichen, man kann schon wahnsinnig erfolgreichen, FTMO-Trader gemacht haben, der er heute ist. Dort könnt ihr Fragen stellen. Dort können wir sämtliche Themen durchgehen. Dort wird jede Woche aufs Neue grundsätzlich nochmal kurz erklärt, was FTMO überhaupt ist und was Yannick damit meint, welche Regeln einzuhalten sind, worauf man am besten achten sollte, welche Erfahrungen ja wichtig sind für deinen eigenen Fortschritt. Noch on top, Leute, wir haben Go-Live-Material bei IM, wo sich zum Beispiel auch ein Cedric jede Woche dreimal die Zeit nimmt, um jeden Einzelnen von uns zu educaten. Und Cedric ist nur einer von 200. Mit der sympathischste, aber er ist einer von 200, okay? Und den Input, den ihr kriegt, umfasst mehr Zeit, als die Woche an Stunden hat. Aber wir dachten, das ist nicht genug. Wir wollen Individualität. Wir wollen, dass dieses 0711-Team sich einen Namen macht. Wir wollen, dass 0711 zu einer Maschine heranwächst, die Erfolgsmenschen produziert. Das FTMO-Team, let's go, fam, Julian schreibt's rein. Leute, es ist an der Zeit, das Game wirklich ernst zu nehmen, weil es gibt hier Leute, die sind seit vielleicht ein paar Wochen dabei. Es gibt Leute, die sind seit heute dabei. Es gibt Leute, die sind seit ein paar Monaten dabei. Es gibt einen Sadie und einen Mich und eine Yara, die schon fast schon alte Hasen sind in diesem Game. Es ist scheißegal, weil wir werden dafür sorgen, dass jetzt wirklich umgesetzt wird. Wir wollen Umsatz machen. Im Wort Umsatz steckt Umsetzen drin. Umsetzen. Und wir werden alles dafür tun, damit ihr das Ziel erreichen könnt. Weil wir sind alle wegen Trading hier. Wir sind alle wegen Trading gestartet. Und FTMO ist die Möglichkeit, um deinen Erfolg zu hebeln. Um dein Fundament im Trading zu hebeln. Und das ist unser erstes von insgesamt zwei Zielen, zwei Bestandteile der Operation 0711. Bestandteil Nummer zwei, ich werde direkt überleiten, weil wir sind schon eine Stunde auf dem Call. Yannick, ich schmeiß dich mal kurz raus. Danke auf jeden Fall, dass du da warst. Sehr schön. Jetzt bin ich ganz groß. Leute, Teil 2 ist meiner Meinung nach extrem wichtig, denn jeder Einzelne von hier ist wegen Trading gestartet. Jeder Einzelne hier ist gestartet, um vielleicht erstmal viel Geld zu verdienen. Du bist gestartet wegen Geld, doch du bist geblieben wegen der Vision. Wegen dem Zusammenhalt.
wegen dem, was man hier findet, wegen dem, was uns alle vereint, okay? Aber wir dürfen eine Sache niemals vergessen. Ilja hat es vorhin schon gesagt, er kann es nicht verstehen, wie man hier mit FTMO Tausende von Euros verdient, aber diese Information vor anderen Menschen geheim hält. Und genau aus diesem Grund wird der zweite Bestandteil, ich nenne es nicht Network oder Network oder Teamaufbaugeschichte oder sonst irgendwas, sondern es ist unsere Verpflichtung. Wir haben eine Aufgabe gegenüber der anderen Menschen, die noch nicht wissen, was hier abgeht, die jeden Tag schuften, die jeden Tag versuchen, alles dafür zu tun, um Brötchen nach Hause zu bringen, nur weil sie nicht wissen, was wir hier für Chancen haben, was wir hier für Möglichkeiten haben, was wir den Leuten bieten können. Und ich bin euch ehrlich, ohne einen Networker, ohne einen, ich dreh dir was an, ohne einen Typen, der verstanden hat, was es bedeutet, Inspiration mitzugeben, ohne so eine Person wäre kein einziger Trader heute hier. Ich habe schon meinen Laptop gerade angespuckt, verdammte Scheiße. Ohne diese Personen wäre kein einziger heute hier. Wenn Cedric sich damals nicht dazu entschieden hätte, er hat mit Trading schon genug Geld verdient, Mann. Der Typ hat ein Krypto-Portfolio, das ist länger als eine Schlange vor H&M. Wisst ihr, was ich meine? Er hätte es nicht nötig gehabt, aber er hat es begriffen. Und ich bin ihm dankbar, ein Leben lang. Deine Spucke kam durch Display, Entschuldigung. Ist was? Leute, ich werde ihm dankbar sein, ein Leben lang. Weil ohne die Entscheidung eines Cedrics wäre ein David niemals hier. Und ohne meine Wenigkeit. Und ich war da, am Anfang, war ich genauso der Typ, der gesagt hat, ey, ich werde niemals networken. Bis ich verstanden habe, warum man es tut. Ich sage euch, wie es ist in der... Oh mein Gott, da läuft Fluch der Karibik-Musik. Okay, wir müssen was anderes reinmachen. Wartet kurz. Verdammt, Fluch der Karibik. Egal. Ohne Witz. Zurück zum Thema. Ich muss mal kurz ein bisschen ernster bleiben, weil es passt einfach gerade. Ich war anfangs die Person, die gesagt hat, hey, ich will niemals networken. Doch dann habe ich verstanden, warum man es tut. Leute, in der heutigen Zeit ist es mehr oder weniger eigentlich unterlassene Hilfeleistung, dass wir den Menschen nicht zeigen, was hier möglich ist. Ich bin dir ehrlich. Was bist du für ein Mensch, wenn du FTMO tradest, jeden Monat 10 Riesen nach Hause bringst, aber nicht deinen engsten Freunden davon erzählst? Willst du, dass die 50 Jahre arbeiten müssen? Für einen Job, der unterbezahlt sein wird, wegen der Inflation? Willst du das? Das sind deine Freunde. Ich habe mir gesagt, scheißegal, was sie darüber denken, aber ich gebe ihnen die Möglichkeit. Vielleicht sehen sie das, was ich durch meine Augen sehen kann. Vielleicht sehen sie die Vision durch meine Augen. Oder vielleicht erkennen sie das, was noch gar nicht da ist, was ich aber schon sehe. Viele haben Augen, doch nur die wenigsten können sehen. Und hier auf dem Call sind über 60 Menschen, die wirklich sehen können. Die wirklich wissen, um was es hier geht. Sonst wärt ihr heute nicht hier. Wir haben es vorhin schon gesagt. Yannick hat es nochmal wiederholt. Dein Traum kann nur durch dich erreicht werden. Denn ohne dich wird dein Traum oder deine Vision immer nur eine Vision bleiben. Du bist die Variable, die diesen Traum oder diese Vision in die Realität bringt. Du bist die Variable, durch die vielleicht erst der Traum einer anderen Person entsteht, weil sie dank dir, dank deinen Worten, dank das, was du ihr gesagt hast, wieder angefangen hat zu träumen, weil sie es vergessen hat, verlernt hat. Durch deine Worte können andere Menschen vielleicht wieder anfangen zu träumen. Ich sehe einen Flo, ich sehe einen Yannick, ich sehe eine Yara, ich sehe einen Ensa, die damals direkt über meine Worte genau das wahrgenommen haben. Und heute sind sie die Wahrzeichen von 0711. Heute kennt sie jeder. Weil ich ihnen damals die Worte gegeben habe. Weil ich das Potenzial gesehen habe, das sie selbst nicht gesehen haben in sich. Und das ist das Ding. Und genau aus diesem Grund, ich fange gleich an zu weinen, ohne Witz, Leute. Und genau aus diesem Grund ist Teil 2 unserer Operation, Operation 0711. Teil 2 der neuen Ära wird es sein, dass wir
500 Menschenleben verändern werden bis zum 1. Juni 2022. 111 FTMO-Trader, 500 Menschen, die sehen können. Und ich sage euch, wie es ist. Wir sind gerade 100 Leute im Team. 130. Jeder einzelne von uns hat 4 oder 5 Freunde, wo es vielleicht in deiner Hand liegt, dass diese 4 bis 5 Menschen oder Freunde oder Familie, wen auch immer, dass diese 4 bis 5 Menschen vielleicht genau die Chance kriegen, auf die sie schon ihr ganzes Leben lang gewartet haben. Es liegt an uns. Wir haben eine extrem, extrem wichtige Aufgabe und es gilt, diese zu erfüllen. Und ich weiß, ich würde es euch nicht erzählen, ich würde nicht mit euch darüber sprechen, ich würde nicht mit den anderen Leadern eine Woche lang fast jeden Tag stundenlang auf Zoom gesessen haben, wenn ich nicht wüsste, dass ihr das schaffen könnt. Wenn wir nicht wüssten, dass ihr das schaffen könnt, dann hätten wir uns gar nicht erst die Mühe gemacht. Aber ihr seid dazu geschaffen, weil ihr seid immer noch hier. Egal, ob du seit einer Woche hier bist, seit einem Monat, seit einem Jahr. Ilja hat es vorhin gesagt, es muss einen Grund haben, warum diese Person immer noch da ist. Du verstehst es schon. Und es wird Zeit, dass noch mehr Menschen unsere Sprache sprechen. 0711 wird sich ab dem heutigen Tag einen Namen machen. Wir werden die GSG 9 von Retired Young, von I Am Germany. Und ich weiß, dass wir das können. Und ich sage euch, wie es ist. Wir kommen sofort zur Umsetzung. So, das waren jetzt vielleicht ein paar emotionale, schöne Worte mit einer coolen Musik im Hintergrund. Aber wir kommen jetzt an die Umsetzung. Weil wir haben uns gedacht, hey, 500 neue Leute, 111 Menschen, die mit FTMO sich einen goldenen Hintern verdienen werden. Das bedarf eine Menge Arbeit, einer Menge Disziplin, einer Menge Wille und vor allem eine Menge von deiner Vorstellungskraft. Und um das Ganze auf die Straße bringen zu können, das sind 500 plus 111, das sind 611 PS, ungefähr so viel wie Cedrics Auto. Um diese 611 PS auf die Straße bringen zu können, haben wir uns ein Konzept ausgearbeitet. Wir haben etwas ausgearbeitet, wo jeder einzelne von uns extrem viel Liebe hinein investiert hat. Wir haben etwas ausgearbeitet, das dafür sorgen soll, dass jeder in diesem Team, warum 111 Personen? Christian, die Frage, die du dir stellen solltest, ist, warum nicht 111 Personen? Wir haben ein Konzept ausgearbeitet, das jeden Einzelnen hier zu einer Maschine entwickeln wird. Okay? Wenn ihr das macht, was wir hier an Konzept für euch ausgearbeitet haben, dann wird der Erfolg geschrieben sein. Und du wirst entscheiden, an welchem Tag der Durchbruch kommt. Weil wir haben dafür gesorgt, dass ihr in allen Bereichen, sei es, wie werde ich eine Führungskraft, wie tue ich andere Menschen ausbilden, wie nehme ich sie an die Hand, auf was muss ich im Trading achten, was sind die Regeln in meiner Strategie, wie bestehe ich eine FTMO-Challenge, wie zeige ich anderen Menschen, wie sie eine FTMO-Challenge bestehen. Scheißegal, ihr werdet jetzt ab diesem Tag in jedem einzelnen dieser Bereiche ein Profi werden. Und genau aus diesem Grund werde ich kurz meinen Bildschirm teilen, denn es wird ab jetzt einen offiziellen 0711 Wochenplan geben. Dieser Wochenplan wird jeder einzelne hier sofort zugänglich erhalten. Und es liegt dann in deiner Hand, wie viel du davon mitnimmst, wie viel in deinen Alltag passt, natürlich auch vielleicht von anderen Gegebenheiten. Aber wenn du diesen Wochenplan verfolgst und mitmachst, dann werden wir dafür sorgen, dass deine Resultate kommen werden. Nicht von heute auf morgen, nicht von heute auf übermorgen. Erfolg bedarf seine Zeit. Doch umso länger die Wartezeit, umso größer ist die Belohnung. Und deine Belohnung steht bereit, du musst sie nur noch abholen. Du musst nur noch diese paar Level bei Super Mario durchspielen, bis du vor dem Endgegner stehst, bis du vor dem größten Down in deinem Business stehst und alles drum und dran. Aber wenn du das geschafft hast, dann wird der Durchbruch kommen.
dann wird sich alles auszahlen. Scheißegal, was irgendjemand gesagt hat. Scheißegal, wie down du selbst schon warst. Warum funktioniert es nicht? Warum geht der Trade schief? Alles drum und dran. Es wird sich alles letzten Endes auszahlen. Am Ende fügt sich alles und in einem guten Film gibt es nun mal eine Szene, wo man sich fragt, hey, wie kommen sie aus dieser Szene wieder raus? Wie schaffen die das? Aber es passiert. Cedric sagt immer, die dunkelste Stunde ist die vor dem Sonnenaufgang. Und wir werden mit euch nicht nur den Sonnenaufgang erleben, sondern auch die Mittagssonne, okay? Wir werden gemeinsam reisen, wir werden gemeinsame Ausflüge machen, alles drum und dran. Ich werde jetzt noch kurz den Wochenplan teilen, hier als Bildschirm, und werde dann als letztes noch an Cedric abgeben, der die finalen Worte verlieren wird. Weil es werden auch krasse, krasse Dinge auf euch warten. Warum traurige Musik? Lasst uns mal bitte ganz kurz ein anderes Lied reinmachen. Okay. So. Kleinen Moment, ich teile meinen Bildschirm einen Augenblick. So. Seid ihr bereit? Drop mal ein paar Penisse in den... Nein, Spaß. Drop mal ein paar Einser in den Chat, wenn ihr ready seid für, ja, das Erfolgskonzept. Euer maßgeschneiderter Anzug. Wie auch immer. Alright. Das ist das Ding. Ich möchte es ganz kurz... Muss man das gerade? Okay. Ich möchte das Ganze ganz kurz mit euch durchgehen. Erstmal... Lasst uns wirklich alle mal eine einzelne Chat hören für den lieben Florian, der sich hier extrem, extrem viel Mühe gegeben hat, das Ganze hier designtechnisch cool aussehen zu lassen. Also Leute, es geht montags los. Wir haben montags wie gewohnt um 19 Uhr das Fast-Start-Training und ich empfehle jedem, auf diesem Fast-Start-Training dabei zu sein. Scheißegal, ob du seit einem Jahr dabei bist oder seit einem Tag. Wir starten heute alle nochmal neu. Wir fangen alle nochmal bei Null an, bei den Basics. Back to the basics. Wir brauchen das Fundament. Nur weil du vielleicht schon in der ersten Etage oder in der zweiten Etage am Bauen bist, heißt es noch lange nicht, dass das Fundament wirklich fest sitzt. Fast-Start-Training um 19 Uhr. Genauso auch wie die Geschäftspräsentation. Danach wird es ein P150-Meeting um 20 Uhr gehen. Dabei geht es dann ja um die Leute, die die ersten führungstechnischen Punkte bereits erreicht haben, werden wir dort persönlich face-to-face educaten und ihnen zeigen, was es bedarf, um den nächsten Level zu erreichen. Am Dienstag haben wir wie gewohnt um 19 Uhr unseren Marktstruktur-Trading-Analyse-Call, um natürlich perfekten Trading-Input mitnehmen zu können. Danny, Ensa, Flo, Yannick, Niklas leisten alle grandiose Arbeit. Droppt ein paar Einser in den Chat für die Jungs, die jede Woche aufs Neue sich was einfallen lassen, um euch Trading-Input mitgeben zu können. Um 20 Uhr wird es dann Einladesession für die Präsentation am nächsten Tag geben. Wir wollen dafür sorgen, dass wir ja den Leuten durch unsere Worte, ich habe es vorhin, glaube ich, schon ausführlich genug erzählt, durch unsere Worte ja eben genau dieselbe Möglichkeit kriegen. Das heißt, 20 Uhr Einladesession. Und mir ist scheißegal, ob du tradest, ob du networkst, ob du beides machst, ob du dich gerade fragst, wo du eigentlich den Zoom-Link hörst. Mir egal, ab jetzt bist du Teil der Familie und wir ziehen den Scheiß durch. Um 21 Uhr gibt es überbegrifflich von Retired Young den Produktüberblick auf Deutsch, verdammt. Den Produktüberblick sollte jeder kennen. Mittwochs 19 Uhr Marktstruktur, ebenso 19 Uhr Geschäftspräsentation. Setz dir Ziele. Ganz, ganz wichtig. Und geh den Weg. Wir liefern dir hier alles, was du brauchst, aber den Weg musst du selbst gehen. Donnerstags, 19 Uhr, Marktstruktur-Call. 19 Uhr, ebenfalls Geschäftspräsentation. Um 21 Uhr wird der individuelle FTMO-Call stattfinden, von dem ich vorhin bereits erzählt hatte. Das Ding wird Yannick übernehmen. Cedric wird sich höchstpersönlich als Go-Live-Educator ebenfalls noch circa einmal bis zweimal im Monat dazuschalten, um die nötige Kirsche auf die Sahnetorte zu setzen. Freitags wird es ein Leadership-Training von mir geben. Ich habe mittwochs übrigens P6-Meeting vergessen. Mega coole Sache, kommst nur rein, wenn du P6 bist, also streng dich an. Freitags wird es um 19 Uhr ein Leader-Training geben. Ich werde dir zeigen, wie du Schritt für Schritt für Schritt zu einer Führungskraft heranwächst und wie du es schaffst,
Menschen zu begeistern, wie du es schaffst, Menschen Impulse mitzugeben und dafür zu sorgen, dass sie von A nach B kommen. Das wird frei zugänglich für jeden im Team sein und ich empfehle dir, sei anwesend. Jeder einzelne dieser Calls ist extrem genau durchgeplant. Hinter jedem Call steckt ein System und steckt extrem viel Zeit, um dafür zu sorgen, dass du nach vorne kommst. Um 21 Uhr gibt es dann von Retired Young wieder die Basics für dein Grundverständnis. Nutze diesen Call für dich und vor allem auch für neu gestartete Personen, für deine besten Freunde, die das Business dank dir starten werden. Samstags, komplett vergessen, 12 Uhr Ensa Education. Ensa nimmt sich samstags um 12 Uhr nochmal die Zeit, um mit dir Trading-technische Dinge durchzugehen. Das heißt, wir haben jetzt insgesamt 5-mal die Woche Trading Input. 5-mal die Woche hast du die Möglichkeit, nur von Team 0711 Trading Technisches lernen zu können. Um 14 Uhr wird es dann von Almost Chairman 10 Cedric Bierbaum höchstpersönlich ein Network Training geben, wo deine Skills im Network nochmal gefördert werden, wo es um die Basics gehen wird, wie du überhaupt an Kontakte kommst, wie du das Ganze am besten anstellst, alles drum und dran, dass du schnellstmöglich einfach in allen Bereichen ein Profi wirst. Genauso wird sonntags um 14 Uhr von der lieben Yara, von der lieben Emily und auch vom lieben Flo ein Social Media Training geben. Da geht es darum, hey, wie akquiriert man über Social Media? Wie macht man ein anschauliches Social Media? Wie funktioniert der Algorithmus hinter Social Media? Das heißt, egal, was man mit diesem Gerät hier anstellen kann, du wirst ein Experte darin werden. Abends 19.30 Uhr, Team Call Time. Ich denke, dazu muss man nicht groß was sagen. Und um 21 Uhr, What a Combo Sunday. Das heißt, wir haben alles mit dabei. Alles ist mit drin. Dieser Flyer, dieser wöchentliche Call werde ich gleich in die 0711-Gruppe auf Telegram posten. Und mit den Worten würde ich jetzt einfach sagen, ich gebe zu allerletzt mal noch an Cedric ab. Cedric, ich tue dich mal gleich hier als Spotlight-Video hinzufügen. Weil das, was jetzt noch on top kommt, das ist Feierabend. Leute, man muss sagen, dank Cedric, Cedric war der, der den ursprünglichen Impuls gegeben hat, dass das heute hier steht. Die Grundidee kam nur von diesem Herrn. Und er hat eigentlich noch 300 andere Teampartner, um die er sich kümmern muss. Aber das hier ist die Operation 0711. Das hier ist die neue Ära, die wir größtenteils oder wo wir in vielen Hinsichten auch einfach Cedric zu verdanken haben, dass das Ganze so steht, wie es steht. Deswegen, Sedi, du hast jetzt die letzten Worte auf diesem Call. Der Call ging etwas länger, aber ich denke, das Ganze hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Und mit den Worten, Sedi, du solltest dich entstummen können. Leute, drop mal aus Respekt ein paar Einser, ein paar Herzen, alles, was ihr so auf Lager habt, in den Chat für unseren Go-Live-Educator, Cedric Bierbaum. Let's go, Bro. So, Leute, erstmal vielen, vielen lieben Dank. Leute, ich bin sprachlos für das, was gerade auf die Beine gestellt wurde. Leute, ich weiß nicht, aber ich fühle es zu sehr. Und ich denke einfach, es geht auch vor allen Dingen in dem Leben darum, nicht nur was du selber eben dir holen kannst, sondern auch was du anderen Leuten zurückgeben kannst. Ich denke, das hat Ilya relativ gut gezeigt und im wichtigsten Falle, was wir auch wirklich verstehen müssen, ist halt wirklich, dass wir als Team hier eine Foundation schaffen für neue Leute, neue Träume, neue Ziele, neue Visionen und vielleicht Dinge, die vielleicht noch gar nicht da gewesen sind. Und wir haben morgen einen ganz besonderen Tag, wir haben Valentinstag und ich will nicht auf den Valentinstag zu sprechen kommen, sondern einfach im Grunde genommen auf den Wert, der hierbei hervorgehoben wird. Und zwar, es ist der Wert der Liebe. Ja? Wir sollten wirklich mit Liebe an die ganze Sache rangehen, weil Liebe ist die höchste Frequenz, die wir ausstrahlen können. Und deshalb denke ich, es macht auch einfach Sinn, vor allen Dingen in der nächsten Zeit einfach den Leuten wirklich was zurückzugeben, die wirklich die Entscheidung auch treffen und sagen, hey, Wir wollen wirklich weitermachen, wir wollen wirklich Gas geben, wir wollen wirklich auch unser Leben verändern. Und ich denke, eine Sache, und es ist eine Kleinigkeit, es ist nichts Großes, aber ich will eine Sache auf jeden Fall auch hier in dieses Team zurückgeben. Und ich weiß, dass diese Leader, die wir hier haben, alles getan haben in ihrer Macht, um das Ganze auf die Beine zu stellen, weil Leute, das ist zwar ein Impuls, aber ausgeführt wurde er, wie gesagt, von allen Führungskräften. Und ohne diese Führungskräfte, die zusammen an dieser Vision gearbeitet hätten, wäre das gar nicht zustande gekommen. Und ich denke, eine der wichtigsten Dinge ist, ich glaube, jetzt wird es vielleicht Zeit, Lions in the Wild abzuspielen. Dann kann ich euch eine Sache mitgeben, weil ich habe ein paar Dinge, ich habe eine Sache neben mir liegen, ich habe ein paar Dinge vorbereitet und ich werde jetzt zuallererst die nächste Ankündigung, wie gesagt, mitgeben. Ja,
Und die allererste Ankündigung wird sein, dass die Leute, die in den nächsten 30 Tagen starten werden, alle Leute, die innerhalb der nächsten 30 Tage in unsere Fam dazukommen, alle Leute, die diese Information bekommen, werden zusätzlich bei einem Gewinnspiel teilnehmen können. Das bedeutet, jeder Einzelne, der wie gesagt hier dabei ist, der hier dazukommen wird, wird potenziell die Möglichkeit haben, vor allen Dingen die Chance, die Yannick uns gezeigt hat, for free zu nutzen. Und ich habe mir überlegt, dass wir auf jeden Fall eine 10K FTMO Challenge unter all den Leuten verlosen werden, die jetzt innerhalb der nächsten 30 Tage starten werden. Unter all den Leuten, die in den nächsten 30 Tagen starten werden, wird eine 10K FTMO Challenge verlost werden. Leute, und du musst verstehen, dass die Menschen, die dann hier anfangen, sich weiterzubilden, natürlich wird die FTMO Challenge dann gestellt, wenn die Leute ready dafür sind oder die Person dafür auch ready ist, müssen ja verstehen, dass das eine Sache ist, die das Leben komplett verändern kann. Wir haben es gesehen bei einem Yannick. Wir haben es gesehen bei vielen weiteren Membern. Und ich gebe euch eine Sache mit. Wir haben gesagt, wir wollen 500 Menschen impacten. Und genauso wie die Zahl 500 ist, weiß ich zu 100%, dass es immer wieder Etappen gibt. Du läufst ja einen Marathon und keinen Sprint. Wir sprinten gewissermaßen durch den Marathon zum Ziel. Weil die Leute, die versuchen, schnell alles zu machen, die werden immer auf anfangen und brauchen echt ziemlich viel, müssen trinken die ganze Zeit, können dann irgendwann mal nicht mehr. Aber wenn wir diesen Marathon wirklich gehen, dann gibt es Etappen. Und jede Etappe wird extrem, extrem entscheidend sein. Und wir werden in 100er Schritten das Ganze machen. Das heißt, für all diejenigen, die hier am Start sind, alle 100 Personen, werden wir eine weitere FTMO-Challenge unter den Leuten verlosen, die, wie gesagt, in der Operation 0711-Gruppe dabei sind. Dazu wird David gleich noch was sagen. Alle 100 Leute wird eine FTMO-Challenge verlost werden. Bei den ersten 109 Leuten werden wir eine 10K FTMO-Challenge verlosen, zusätzlich zu der, die wir jetzt verlosen, unter all den neuen Leuten. Dann bei 200 Leuten werden wir eine 25K-Challenge verlosen. Bei 300 Leuten werden wir eine 50K-Challenge verlosen. Bei 400 Leuten wird noch eine 50K-Challenge verlost werden unter allen Leuten. Und bei 500 Menschen werden wir nochmal eine 100K-Challenge oben drauf packen. Das heißt, jeder Einzelne hat am Start wirklich die Möglichkeit, sich für eine FTMO zu qualifizieren. Und ich denke, eine Sache, die wichtig ist, Leute, jeder von euch weiß, dass wir ein sogenanntes Smartphone benutzen. Wir haben uns zusätzlich noch eine Sache überlegt, und zwar bei 250 neuen Family-Membern wird es ein nagelneues iPhone 13 Pro in der Verlosung geben. Und wenn wir unser Ziel komplett erreicht haben, dann denke ich, Leute, ist es Zeit, jeden Standard für die Personen, die wirklich da sind, zu erhöhen. Und zwar, ich habe es neben mir liegen, und zwar, wir werden ein brandneues MacBook Pro verlosen, dementsprechend an die Person, dementsprechend, wie die in der Gruppe ist, Leute. Und Leute, das ist absolut bekloppt. Ich sage euch, wie es ist, Leute. Wir werden damit die neuen Maßstäbe setzen. Wir werden eine komplett neue Ära einschlagen. Ich denke, für diese neue Ära wird es auch, wie gesagt, Zeit werden, dass wir wirklich das Ganze ernst nehmen. Und ich bin mir sicher, Leute, es geht nicht nur um diese Dinge, die wir hier machen, weil wenn wir 111 FTMO-Trader haben, Leute, dann ist so ein Ding in der Woche verdient. Ich sage euch, wie es ist mit einem Trade. Und ich kann euch eine Sache mitgeben, Freunde. Ich bin extrem dankbar dafür. Ich bin extrem dankbar, was wir hier als Team wirklich schaffen werden, weil ich bin zu 100% confident, dass dieses Ziel schon längst gemacht ist, weil jeder Einzelne von uns sollte in diesem Kopf, sollte wirklich im Kopf haben, wir haben alle an irgendeinem Punkt gestartet. Ein Yannick Baumann ist damals hierher gekommen. Er war die Person, so wer Yannick nicht kennt, er war damals das Gegenteil von Planung, er war damals das Gegenteil von, ja, sich wirklich selber zu einer besseren Person zu machen. Er war damals das Gegenteil davon, was es heißt, Erfolg in einem Leben zu haben. Yannick war der Chiller, den man vielleicht gekannt hatte, aber Yannick hat sich gewandelt. Ein David war eine Person, der damals ganz normal seine Bankausbildung gemacht hat. Ein Jahr hat damals ganz normal Abi gemacht. Und jeder hat eine Perspektive gehabt. Ich muss eine Sache sagen, ich war damals der Junge, der nicht mal ansatzweise wusste. Ich wusste zu 100%, ich wollte nach der Schule nicht das machen, was die meisten Menschen machen. Aber ich hatte immer diesen Traum und dieses Ziel. Aber eine Sache wusste ich auch zu 100%, dass Geld alleine dich nicht glücklich machen wird. Würde ich in Dubai sein und würde nicht mal ansatzweise die Möglichkeit haben, meine Teampartner mitzunehmen, würde ich in irgendein anderes Land gehen, würde ich unterwegs sein und würde nicht wissen, dass ich einfach Leute anrufen kann und sagen kann, hey, hast du Lust mitzukommen? Lass uns, wie gesagt, ein neues Level machen. Das würde es alles, wie gesagt, das macht das einfach Ganze hier lebenswert, wisst ihr, ich meine? Und 0711 hat einen ganz besonderen Wert, weil wir vertreten wirklich eine familiäre Culture. Wir vertreten gemeinsam die Werte von Retired Young. Wir vertreten aber auch gemeinsam wirklich, dass wir alle uns dazu committen, die beste Version von unserer selbst zu werden. Weil es geht darum. Ich habe die letzten 2 Tage Go Live übersetzt. Ich war
in diesen 2 Tagen gefühlt von vom Erdboden verschwunden. Aber wenn es eine Sache ist, die ich gelernt habe, die jeder unserer Top-Earner im Trading und Top-Earner in dieser Industrie wirklich gemeinsam haben, und damit meine ich, das sind Leute, die mehrfach 6-stellig im Monat machen, es ist wirklich diese Vision zu haben, diese Sachen wirklich jeden Tag mitzunehmen, die Dinge jeden Tag umzusetzen und vor allen Dingen jeden einzelnen Tag wirklich diesen Belief und diesen Glaube für die Dinge zu entwickeln, die man gerne haben möchte. Weil nur so wirst du an dieses Ziel hinkommen. Mit der Work Ethic, die wir gemeinsam hinlegen, mit dem System, was wir jeder neuen Person mitgeben. Weil dieses System, Leute, wurde konzipiert auf den Werten einer Chairman-Organisation. Dieses Konzept wurde konzipiert anhand den Werten, die wir im obersten Leadership bei Retired Young und bei IAM Germany wirklich gemacht haben. Diese Schedules hat kein anderes Team, sondern 0711 besitzt diesen Schedule. Wir haben einen unfairen Vorteil gegenüber den anderen. Ich will es einfach mal sagen, es ist unfair. Aber Leute, ich sage euch eine Sache. Jeder, der hier am Start ist, hat diesen Vorteil. Und deshalb weiß ich zu 100%, wir werden ihn nutzen. Wie gesagt, David wird jetzt noch gleich die Gruppe bekannt geben, die Operation X-Gruppe, wo jeder drin ist, der, wie gesagt, hier dabei ist, wie gesagt, damit weiterhin durchzugeben. Wir werden alle Trainings machen. Wir haben das System. Wir haben wirklich den kompletten Plugin. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass vor allen Dingen die nächsten 90 bis 120 Tage dein komplettes Leben verändern können. 90 Tage reichen aus, um ein komplettes Jahr zur Grundlage vor einem verändernden Leben zu machen. 90 Tage hat es damals gedauert bei mir, um möglich Multiple Six Figure im Krypto zu gehen. 90 Tage hat es gedauert. 90 Tage lang opfern, 90 Tage lang Education, 90 Tage lang alles geben. Es war damals im Jahr 2020, es waren 3 Monate. Und diese 3 Monate, das, was ich da investiert hatte, hat mich im Jahr 2021 Multiple Six Figure gemacht. Versteht ihr, wie ich meine? Jeder hat einen anderen Outcome. Und jeder, der die nächsten 90 bis 120 Tage hundertprozentig ernst nehmen wird, den Sacrifice geben wird, die Liebe, das Herzblut, die Energie hier reinstecken wird, dem kann ich sagen, ihr werdet weiterkommen und ihr werdet einen Change hinterlassen bei euch. Nicht nur persönlich, auch finanziell und all die anderen Dinge. Aber viel wichtiger ist auch vor allen Dingen, welchen Change wir auch vor allen Dingen den Leuten mitgeben können, die um uns herum sind. Den neuen Leuten. Weil wir sind die Foundation davon, von dem, was jetzt kommen wird. Vielen Dank, Leute. Ich gebe nochmal an David zurück. Es war mir eine Ehre, hier auf diesem Call zu sein, Leute. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin dankbar. Ich habe ein großes Gefühl der Dankbarkeit und ich habe sehr viel Liebe in mir. Und ich bin einfach extrem stolz, dass ich weiß, ich bin so glücklich und dankbar, dass wir bis zum 1.6.2022 500 neue Leute die Vision und den Impact mitgegeben haben und dass wir bis zum 1.6.2022 mindestens 111 erfolgreiche FTMO-Trader kreiert haben. Vielen Dank. Oh, vielen, vielen Dank, dass du am Start bist, dass du das Ganze möglich machst. Leute, ich möchte das noch ganz kurz nochmal auffassen. Pro 100 Personen, die Teil unserer Familie werden, Teil der Operation, Teil dieses 0711-Squads, wird eine FTMO-Challenge verlost. Insgesamt wird es 200.000er-Challenges geben, die du gewinnen kannst. Insgesamt wird es ein iPhone 13 geben, das du gewinnen kannst. Ein MacBook Pro. Aber jetzt mal abgesehen davon, scheiß mal kurz auf die materiellen Dinge, lasst uns wirklich gucken, dass das jeder Einzelne vor allem für sich selber ernst nimmt. Weil diese ganzen Announcements, dieses ganze Hin und Her, diese Geschenke, diese alles drum und dran, das bringt uns nichts, wenn du am 1.6. am selben Punkt stehst wie heute. Okay? Und genau aus diesem Grund wird es eine Telegram-Gruppe geben. Diese Gruppe heißt auch Operation 0711 oder Operation 0711. Suchst dir aus, was du cooler findest. Und ich bitte dich, trete dieser Gruppe nur bei, wenn du es zu 100% ernst meinst. Diese Gruppe wird ja das Fundament für diese neuen 500 Menschen sein. Diese Leute, die in diese Gruppe kommen, werden zukünftige Führungskräfte. Und dafür spreche ich nicht davon, mit seinem Hund Gassi zu führen, sondern da spreche ich davon, dass du weißt, wie du jede einzelne Person erfolgreich machen kannst durch IAM. Wie du das Ganze schaffen kannst. Das bedeutet auch wichtig für dich, ich habe vorhin gesagt, wir haben das Ganze ausgearbeitet, weil ich es jedem Einzelnen von euch zutraue.
Das ist auch 100% richtig. Aber ich möchte trotzdem, dass du dieser Gruppe nur beitrittst, wenn du dir zu 100% sicher bist, dass du Vollgas geben wirst. Im Rahmen deiner Möglichkeiten, selbstverständlich. Wichtig, wie vorhin schon gesagt, es ist nicht wichtig, viel zu tun. Es ist wichtig, das Intelligente zu tun. Die MMAs, die dich heute 1% besser machen. Ich drücke hier mal ganz kurz auf den Knopf drauf. Und die Gruppe ist jetzt verfügbar und du kannst jetzt dieser Gruppe beitreten. Es wird morgen um 20 Uhr anstatt des IBO-Calls oder des P150-Meetings, wird es in dieser Gruppe einfach einen Struktur-Call geben, dass einfach klar wird, wie wird es jetzt in dieser Gruppe laufen, was wird passieren, weil ich sage euch, wie es ist, es werden noch neben den materialistischen Geschenken, neben den FTMO-Challenges, werden fette Reisen auf euch zukommen, wird ein Büro auf uns zukommen, vor allem für, ja, das ist jetzt ein bisschen blöd für die, die nicht aus Stuttgart kommen, aber dann müsst ihr halt hier runterziehen, im Süden ist einfach cooler. Es wird ein Büro kommen, es wird alles drum und dran im Laufe dieses Jahres kommen. Leute, we don't play, wir machen keine halben Sachen, ab jetzt. Bielefeld, Bruder, GP2, dann kannst du Bielefeld ein Büro machen. Nein, Spaß. Auf jeden Fall, ich möchte es gar nicht mehr allzu lang halten, Leute. Ich hoffe, dass dieser Call euch ja, verzaubert hat, Leute. Dass dieser Call uns dafür sorgen könnte, dass jetzt unsere Zeit ist. Jetzt gibt es nur noch Vollgas, okay? Und mit den Worten würde ich sagen, ich mache gleich wieder ein bisschen Musik an. Ich hoffe, euch hat der Call gefallen. Lasst uns das Ganze möglich machen. Leute, wir müssen das Ganze in die Realität sprechen. Lasst das wirklich jeden Tag in die Realität sprechen, aufschreiben, alles drum und dran. Und mit den Worten, ich bin so glücklich und dankbar, dass wir bis zum 1.6.2022 500 Menschenleben hier in die 0711-Familie aufgenommen haben und darüber hinaus 111 FTMO-Trader kreiert haben. Ich will gar nicht wissen, wo wir Ende des Jahres stehen, wenn wir das umsetzen. Verdammte Scheiße. Alright, mit den Worten würde ich sagen, vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Es war, glaube ich, der längste Teamcall, den wir je hatten, aber ich glaube, es hat sich gelohnt. Und mit den Worten, ich küsse euer Herz, wie man so bei uns sagen würde. Und lasst uns das Ganze möglich machen. Jetzt ist Zeit für Action. Wenn du Hilfe brauchst, wir sind für dich da. Let's fucking go. It's time to grind. Scheiße, Mann. Ich hab Bock, Alter. Let's go.